Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Detroit Become Human, natürlich nicht GTA San Andreas, wollte ich gerade sagen. So, wir müssen nochmal probieren, unsere Freunde. Leck mich doch am Arsch, weil ich diesen scheiß Heli, den ich getroffen habe, kackt der mich, macht der mich ja gerade so kirre. Ah, ich kürze mich gerade, deswegen quatsche ich weniger gerade. So, die haben wir auch dann. Die auch. Assholes, right wing assholes. I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get it fired up. I'll finish burning and I'll follow you. So, wir haben noch 2 Minuten 40. Wir haben nicht mehr so viel. So, haben wir noch alles oder fehlt da noch irgendwas? Da fehlt noch irgendwas. Hoch zur Hölle. Irgendwo fehlt hier noch was. Jawohl. Wir haben jetzt immer noch eine Minute 50. Jetzt habe ich ihn. Steige das Mutterschiff. So, wir haben die Scheißkopfs los. Wir haben jetzt, jetzt ein bisschen Heli los. Also wir haben keine Zeit mehr. Boah, Gott sei Dank, liebe Leute. Wir scheinen diese Mission geschafft zu haben. So. Ist natürlich falsch. Jetzt muss ich die abhängen, oder was? Fahr das Mutterschiff in die Werkstatt auf San Fierro. You better drive. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah. Then the fear hit me. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit! I better call Caesar.
Hey, Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? Okay, das heißt, wir müssen da jetzt hoch. Wie kommen wir da müssen jetzt hoch? Also, wir müssen in den letzten Teil der Stadt scheinbar. Wir müssen also unten auf die Straße. Ja, wir müssen eigentlich nur auf die Straße gehen. Und dann das dicke Gedruckte an dem Autobahnkreuz vorbei. I'll meet you and Kendall at that garage. I wanted the races. I'll let y'all later. Also mir. Das war mir klar. Du fährst an den linken Baum, fährst an den rechten Baum mit direkt hinterher. What's with all aluminum foil? Nein, auch noch. Nein, nein, hör doch auf. Mind control. Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern emerging here, man? Man, also wir kommen nicht da hoch. Patterns all over the place. Get that smoke out my face. Jesus, we screwed. When'd you get this? 1967. How you get around if you don't drive? I have an astral goat called Herbie. She's faster than most. But getting old. Yeah, whatever, man. You talking shit. Ich muss jetzt irgendwie wieder auf die Straße. Hey, this thing go any faster? Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit. Can you shoot? Shoot. I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! Hey, you want to hit on this? A little temple cherries and a cocktail with some Nepalese munga munga. Put that thing out, man. I can't see. So blöd war das gerade gar nicht, diese Route zu nehmen hier. Whoa, chill the fuck out. Firstly, you are also schon deutlich weiter gekommen sind, als wir wollten. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier rauskomme auf die Schnellstraße. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man, I just don't drive when I'm faded. So, aber wo sind wir denn überhaupt? Da oben. Okay. Ja, der Straße einfach folgen. Und da müssen wir mal rechts fahren. There she is, brother. San Fierro, the city of psychedelic wonders. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Und damit sind wir im letzten Teil der Stadt. Müssen wir gucken, dass wir hier einen sicheren Weg runterfinden. Ja. Die Karre, die schwimmt so. Da ist das Ziel. Wir haben es geschafft. This is the place. Wow, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. Und damit haben wir uns Respekt geholt. Wir können wieder speichern. Das würde ich sagen, nutzen wir auch direkt mal aus. Dann können wir dann später irgendwann, also in der nächsten Folge, vielleicht müssen wir was zum Kaufen. Aber wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir sind in der nächsten Stadt. Wir haben. Moment. Hey Caesar, what up? I got the lowdown on Smokes Ye. Word is, every Monday and Friday, the cast leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the Ye back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for them. See if I can't spoil their little party. All right, man. So, was haben wir? Wir haben eine neue Dings auf, gerade da. Das heißt, wir können wieder ein bisschen...
das überhaupt weit weg? Wäre das überhaupt weit weg? So rum ist es richtig. Ja, scheinbar. Also ich habe jetzt, wie gesagt, keine Lust, in die Stadt zurückzufahren unten. Was sagt der mir denn nicht mehr? Was sagt der mir das Fahrzeug denn nun? Was ist denn das? Da hinten. Ah, das ist soweit. Ich kann jetzt. Gut, dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA. San Andreas. Hab ich keine. Ich dachte, ich könnte es hier speichern nochmal. Naja, scheinbar nicht. Gut, dann haben wir das halt mit dem Dings nicht erledigt. Gut, dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA San Andreas. Und dann, ja, gucken wir mal, was der CJ für uns noch also offen hat. Welche Asi-Mission. Da bis jetzt waren eigentlich alle Missionen an ihm nicht wirklich gut. Also die zwei Rennen und das Losting und so. Keine Ahnung. Kriegen wir hin auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.